Heute brauchen wir eine Wand und zwei Bälle, die titschen. Weil wir wollen die Bälle ein bisschen vor die Wand schmeißen und wieder fangen, beziehungsweise zeitgleich kicken und fangen. Und da fangen wir erstmal an, einen Ball zur Seite legen. Wir starten mit einem Ball, vor die Wand werfen und den Rebound mit beiden Händen fangen. Wenn das gut klappt, werfen wir den Ball mit unserer starken Hand, bei mir wäre das jetzt die rechte Hand, werfe ich den Ball mit der rechten Hand vor die Wand und fange ihn auch mit der rechten Hand. Wenn das sehr gut klappt, nehme ich den Ball in die linke Hand, werfe ihn vor die Wand und fange mit der linken Hand. Dann kann ich weitermachen, indem ich mir den Ball nehme, mit der rechten Hand gegen die Wand werfe und mit der linken Hand den Ball fange. Und wenn das alles gut sitzt, dann nehmen wir uns beide Bälle, und zwar bleibt der eine Ball auf dem Boden, der andere Ball bleibt in der Hand, weil wir wollen dann versuchen, den Ball zeitgleich gegen die Wand zu werfen und zu fangen, während wir den Ball auch zeitgleich mit den Füßen gegen die Wand kicken und der dabei möglich, dass das dabei möglichst gut klappt. Ich sage euch im Voraus auch schon mal, das ist eine relativ anspruchsvolle Übung. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, wahrscheinlich auch bei einigen zu Frustration sorgen. Also nehmt euch die Zeit, probiert es aus und wenn ihr merkt, es klappt einfach nicht mehr, ich komme nicht mehr weiter, dann legt auch eine Pause ein. Das sind alles Übungen, die mache ich auch zwischendurch, die funktionieren selbst bei mir auch noch nicht vernünftig. Also keinen Horror bekommen, einfach weitermachen und üben. Ich zeig euch jetzt nochmal die ganzen Varianten, die ich euch gerade auch aufgelistet habe. Also, wir fangen an, einen Ball auf den Boden, anderen Ball in die Hand, rechte Hand vor die Wand werfen und fangen. Rechte Hand steht bei mir jetzt gerade für die starke Hand. Ich zeige es euch nochmal, mit beiden Händen fangen. Wenn das gut klappt, Ball vor die Wand werfen und mit einer Hand fangen. Jetzt in dem Fall hier mit der rechten Hand. Wenn das gut klappt, Ball in die linke Hand und mit der linken Hand fangen. So, wie ihr seht, ich achte auch nicht nur darauf, dass ich irgendwie hier so stehe und die Bälle vor die Hand werfe, um sie zu fangen, sondern ich stehe bereit, ich kann mich bewegen, ich habe mein Gewicht vorne verlagert, dass ich dann auch mal reagieren kann, auch wenn der Ball mal zu kurz kommt, dass ich hingehen kann und den Ball fange. So, jetzt noch die letzte Variante, ich habe den Ball in der rechten Hand, werfe ihn, fange ihn mit der linken Hand und andersrum. Wenn das gut klappt, dann wenden wir uns der letzten Übung zu, Ball auf den Boden, Ball in die Hand, zeitgleich kicken und gegen die Wand werfen. So. Und wie ihr seht, das ist ein bisschen schwieriger. Das darf auch so ein bisschen asynchron sein, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Weil wenn ihr alles genau zeitgleich macht, dann sprengt das den Rahmen. Das wäre der nächste Step, der noch darüber kommen würde.